Vielen Dank. Alright. C-W-A. Drei einfache Buchstaben. Aber was dahinter steht, ist nicht sonderlich einfach. Aus unterschiedlichen Gründen ist die Corona-Warn-App eins der am meisten besprochenen digitalen Projekte des Jahres. Es gibt viele Entscheidungen, die da reingeflossen sind, wie sie designt wird, um die Benutzer und die Daten zu schützen. Aber was viele Leute nicht sehen, ist, dass diese Anforderung eine direkte direkt daran gearbeitet hat, wie die aufgebaut ist. Und wir haben hier einen der Architekten der Corona-Warn-App. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige hier auf dem RC3, der ein aktiver Benutzer ist. Und ich hoffe, mehr darüber zu erfahren, was hinter den Szenen der App passiert. Also ohne weiteres Warten, einen großen Applaus für Thomas Klingbeil. Thomas, das ist dein Stream. Hallo alle zusammen. Ich bin Thomas Klingbeil und ich werde heute über die deutsche Corona-Warn-App reden und euch zeigen, was hinter der App-Entwicklung passiert. Die Technologien, die dabei sind Sachen, die vom Endbenutzer unsichtbar sind, aber sehr wichtig für die Anwendung selber. Zuallererst eine kleine Einleitung darüber, wie die App aufgebaut ist und die Technologien, die im Hintergrund benutzt werden. Und dann werde ich ein bisschen darüber reden, wie die App mit dem Backend kommuniziert und schauen, welche möglichen Privatsphären-Probleme dabei existieren, wie man sie umgehen kann. Und dann werden wir ein bisschen über die Risikoberechnung gehen und euch zeigen, was es bedeutet, wenn ein roter oder ein grüner Bildschirm sichtbar ist. Die erste Frage: Was ist diese Corona-Warn-App eigentlich? Das ist die Corona-Warn-App. Ihr könnt sie vom App Store herunterladen. Und wenn ihr die App gestartet habt, dann seht ihr, dass das Login aktiv ist. Das heißt, es ist eine aktive App. Und dann diese grüne Karte. Das bedeutet, es gibt keine Exposures. Es ist aktiv und es hat gerade diesen Nachmittag geupdatet. Das heißt, alles ist in Ordnung. Und wenn ihr jetzt gerade getestet wurdet von einem Doktor, dann könntet ihr hier draufdrücken und das Ergebnis zu haben, die Seite zu bekommen, wo ihr ein Testergebnis digital bekommen könnt. Dazu müsst ihr einen QR-Code scannen, den ihr von eurem Doktor bekommt, und dann bekommt ihr ein Update, sobald ein Testergebnis verfügbar ist. Ihr könnt auch weitere Informationen über die App bekommen. Wenn ihr den Knopf hier oben drückt, dann kriegt ihr diesen Bildschirm, auf dem ihr mehr darüber lernen könnt, wie das Logging funktioniert, weil die deutsche Corona-Warn-App nicht alleine ist. Sie ist verbunden mit anderen Corona-Apps in anderen Ländern innerhalb von Europas und Benutzer von anderen können einander treffen und über gefährliche Treffen informiert werden. Nur um ein bisschen mehr über die Technologie zu reden, über das Framework. Und seht ihr auch, über was wir während der Session reden werden. Es beginnt alles mit einem temporären Exposure Key, der auf dem Telefon erstellt wird und für 24 Stunden gültig ist. Von diesem Schlüssel werden unterschiedliche Sachen abgeleitet. Das eine ist der rollende Proximität-Key und den entsprechenden verschlüsselte Metadatenschlüssel. Der untere Teil können wir jetzt erstmal ignorieren und reden darüber, wie dieser rollende Nachbarschaftsidentifizierer funktioniert. Die werden alle 10 Minuten ausgeteilt und sind auch nur für 10 Minuten gültig. Und der rollende Nachbarschaftsnotifizierer ist das, was über Bluetooth gesendet wird. Alle 250 Millisekunden sendet das Telefon seinen eigenen Identifizierer aus, und andere Telefone in der Nachbarschaft, die für dieses Signal suchen, die empfangen können und sie lokal speichern können. Also, lasst uns mal die Empfangsseite anschauen. Hier sehen wir das.
Und wir bekommen diese Bluetooth Low Energy Beacons, die hier ankommen. Und das ist auch eine sehr vereinfachte Darstellung, nur um euch ein kleines Gefühl davon zu geben, was hier alles passiert. Jetzt haben wir diese rollenden und jetzt muss das andere Telefon herausfinden, ob es ein Match gibt. Das funktioniert dadurch, dass diese temporären Keys in Diagnoseschlüssel weit umgeleitet werden können. Das ist einfach nur ein Umbenennen. Aber sobald jemand positiv getestet würde und eine positive Diagnose gibt, dann nennt sich das ein Diagnoseschlüssel. Die werden zum Server hochgeladen und dann, sehr viel vereinfacht, werden sie vom anderen Telefon empfangen. Hier werden sie heruntergeladen und die ganzen Diagnoseschlüssel werden extrahiert und dieselbe Funktion wird angewendet, eine Key Derivation Funktion, dann AES und dann haben wir hier ganz viele Identifizierer, die wir hier überprüfen können. Und hier oben sind die gespeicherten und jetzt können wir die vergleichen und schauen, ob es einer dieser schon bekannt ist. Und das empfangende Telefon kann auch überprüfen, dass die rollenden Schlüssel zu einem einzelnen Diagnoseschlüssel gehören. Das heißt, sie gehören zu einem anderen Telefon, die miteinander verbunden war. Das heißt, wir können auch herausfinden, welche länger als 10 Minuten dauern. Das heißt, wenn man sich 90 Minuten lang trifft, dann würden wir hier die neuen Keys finden und eine einzige Verbindung daraus machen. Und die wird auch mit diesen zusätzlichen verschlüsselten Daten erweitert. Das ist einfach die Sendestärke und als Übersicht hier unten anzeigen. Jetzt, wo wir wissen, welche Informationen von einem Telefon zu einem anderen Telefon übertragen werden, können wir die Architektur uns anschauen. Diese graue Kiste ist ein Mobiltelefon und hier unten ist die deutsche Corona-Warn-App, die gestrichelte Linie. Das bedeutet, hier ist weitere Informationen online verfügbar. Das heißt, ihr könnt auf das GitHub-Repository gehen und unseren Code anschauen und die ganze Dokumentation natürlich auch. Und wir haben da noch weitere Diagramme. Und wie ihr hier sehen könnt, die App selber speichert nicht viele Daten. Hier wird gespeichert, also es speichert nur etwas, ein Registrierungstoken und die Kontakt-Journal-Einträge. Das ist alles, was die App selber speichert. Was ihr hier sehen könnt, ist, dass es mit dem Betriebssystem verbunden ist, mit dem SDK, das Exposure Notifications Framework, das die ganzen Schlüssel sammelt und weitersendet und überprüft. Und dann gibt es einen Protokollbuffer, den wir benutzen für den Datentransfer und wir benutzen das Betriebssystem, die Kryptographiebibliothek des Betriebssystems oder deren Bibliotheken, dass wir da keine externen Bibliotheken benutzen müssen. Was ihr hier sehen könnt, ist, dass das Betriebssystem SDK für Push-Nachrichten. Das sind nicht Remote-Push-Notifikationen, sondern lokale. Hier werden lokale Notifikationen gesendet werden, die dann so erscheinen, als ob die Push-Nachrichten von einem externen Server kommen. Aber es sind nur lokale Nachrichten. Aber was wäre die App ohne die Backend-Infrastruktur? Hier könnt ihr sehen, das ist der Server der Corona-Warn-App. Das ist die ganzen Daten sammelt und den Upload-Pfad wird hier hochgeladen und wird dann Auslieferungsnetzwerk verbunden. Aber wir haben noch mehr. Wir haben die Verifikationsserver, die den Job haben, die positive Testergebnisse zu überprüfen. Wie machen sie das? Es gibt zwei Arten und Weisen. Das eine ist die Information, dass ein Test positiv war, durch eine Teletan bekommen. Sie rufen an die Hotline an, kriegen eine Teletan, geben sie in ihre Anwendung ein und dann können sie die Diagnosenschlüssel hochladen. Oder wenn Leute die vollen digitalen Weg gehen, dann kriegen sie ihr Testergebnis durch die App. Und darum haben wir hier auch einen Testergebnis-Server, der von dem Verifikationsserver angefragt werden kann, sodass Benutzer ihre Testergebnisse durch unsere Infrastruktur bekommen können.
Aber das ist auch noch nicht alles, weil, wie ich hier versprochen habe, wir haben die Verbindung zu anderen europäischen Ländern. Das heißt, hier unten ist das Gateway-Service der Europäischen Union. Und da können wir unsere eigenen Schlüssel hochladen. Das heißt, andere können auch unsere Schlüssel bekommen, zu ihren Benutzern weiterleiten. Aber wir können auch fremde Schlüssel weiterleiten und wir können auch Informationen darüber bekommen, wenn neue fremde Schlüssel verfügbar sind. Und das ist hier auf der rechten Seite. So. Wenn die App mit dem Backend kommuniziert, was würde wirklich passieren, wenn jemand zuhört? Wir haben hier unsere Datenflüsse und lasst sie uns mal anschauen. Im ersten Schritt scannen wir den QR-Code mit einer Kamera des Telefons und holen uns daraus eine GUID, die Corona-Warn-App bekommt. Und wir können hier sehen, es wird nie in der App gespeichert. Das ist sehr wichtig, weil wir sicherstellen wollen, dass so wenig Informationen wie möglich auf der App gespeichert werden müssen, in der App gespeichert werden müssen. Und es ist unmöglich, unterschiedliche Sources zu benutzen, um Diagnoseschlüssel zum Beispiel auf eine GUID zurückführen zu können, um eine Person zu identifizieren. Das darf nicht möglich sein. Also haben wir hier sicherstellen müssen, dass keine Daten zusammengespeichert werden müssen und die Daten einfach nicht wieder verbunden werden können. Das heißt, im ersten Schritt haben wir diese GUID und die wird auf dem Telefon gehasht, auf den Verifikationsserver gesendet und der erstellt einen Registrationstoken und speichert es zusammen, speichert den Hash GUID und den Registrierungstoken. Das heißt, die GUID kann nur einmal benutzt werden und gibt den Registrierungstoken zurück zur App. Jetzt kann die App den Registrierungstoken speichern und ihn benutzen im Schritt 5, um nachzufragen, ob es Testergebnisse gibt. Aber die Testergebnisse sind nicht auf dem Verifikationsserver verfügbar, aber der Verifikationsserver verbindet sich mit dem Testergebnisserver, mit der Hash-GUID, die Sie aus dem Registrierungstoken erfahren können, und dann kann den Testergebnisserver schauen, wo da vielleicht ein Testergebnis hinterlegt ist. Und diese Überprüfung wird gemacht, weil das Testergebnisserver vielleicht auch keine Informationen zu einer Hash-GUID hat. Das bedeutet einfach nur, dass kein Testergebnis bis jetzt gefunden wurde. Das ist, was hier im Schritt A passiert. Das Laborinformationssystem kann ein Hash-GUID und das Testergebnis zum Testergebnisserver weiterleiten. Und wenn es schon verfügbar ist, dann wird es zum Verifikationsserver weitergeleitet im Schritt 7. Und wo relevant, an die App weitergeleitet. Ihr könnt vielleicht sehen, das Testergebnis ist nie gecached oder auch nie gespeichert auf dem Verifikationsserver. Das heißt, wenn wieder eine TAN notwendig ist, wenn er seine eigene Schlüssel hochladen möchte, der Benutzer, dann muss hier in Schritt 9 wieder ein Registrierungstoken zum TAN-Endpunkt weitergegeben werden können. Wieder auf den Verifikationsserver. Es muss wieder geschaut werden, ob es ein positives Testergebnis ist. Und dann wieder Schritt 11. Dann wird eine TAN generiert. Beim Schritt 12. Die TAN wird wieder hier nicht gespeichert, sondern es wird ein Hash gespeichert. Und der Plaintext-Wert ist wieder an die App weitergeleitet, die dann wieder einen Diagnoseschlüssel erstellen kann aus dem Diagnose-Framework und das auf die Corona-Warn-App-Server hochladen oder den Eingabeserver. Aber der muss auch verifizieren, dass es stimmt. Das heißt, sie nehmen die TAN im Schritt 15 zum Verifikationsserver, wo die TAN validiert wird, und die Validierung bedeutet, es wird als gebraucht benutzt. Das heißt, dieselbe TAN kann nur einmal benutzt werden, dann wird das Ergebnis zum Backend zurückgegeben, wenn es positiv ist. Das heißt, wenn es eine gültige TAN ist, den Diagnoseschlüssel an seinen eigenen Speicher legen. Und nur
Die Diagnoseschlüssel werden hier gespeichert und nichts weiter. Das heißt, es gibt keine Korrelation, die möglich ist zwischen den Diagnoseschlüsseln, den Registrierungstokens und dem Grids, weil das sind komplett unterschiedliche Systeme sind. Aber trotzdem, was könnte man herausfinden über die Nutzer, wenn jemand sich den Netzwerktraffic angucken würde? Und ein Satz am Anfang war ja, dass der Inhalt aller Nachrichten sicher ist, denn da nur gesicherte Verbindungen verwendet werden. Und nur die Größe der Transfers kann man sich vom Netzwerk aus anschauen. Das heißt, wenn wir uns das vom Netzwerk-Sniffing angucken, können wir sehen, dass eine Verbindung stattfindet. Wir können sehen, wie viele Bytes transferiert werden. Aber wir können nicht verstehen, was der Inhalt der Nachrichten ist. Also, wir können uns als erstes bei der Kollision angucken. Ah, die Person ist getestet worden, denn wir können sehen, dass jemand etwas vom Registration-Token-Endpunkt anguckt, dann hat diese Person einen Test bekommen. Und vielleicht an diesem spezifischen Tag. Dann die nächste Kommunikation, die stattfindet, ist der Schritt 5. Das heißt, die Person ist getestet worden. Und das wissen wir vielleicht vom Schritt 2 schon. Aber die Person hat ihr Testergebnis noch nicht bekommen. Es könnte immer noch positiv oder negativ sein. Und wenn wir uns jetzt beobachten können, dass der Regress zum TAN-Einpotten stattgefunden hat, dann wissen wir, dass die Person positiv getestet worden ist. Okay. Das ist der HTTPS, aber wir können ja gar nicht wissen, welcher Endpunkt angefragt wurde. Aber es gibt vielleicht bestimmte Requestgrößen, an denen wir sehen können, ob die Richtung, in die der Request geht. Das ist vielleicht ein Gedanke. Okay, and then, of course, we've got also the außerdem haben wir den Übermittlungsservice an Schritt 14, wo die TAN übertragen wird, und das ist wirklich ohne jegliche Möglichkeiten zur Diskussion, denn wenn eine App den Corona One App Server kontaktiert, dort eine Verbindung herstellt, das muss sein, wenn der User positiv Business- und Diagnoseschlüssel übermittelt. Aber darüber hinaus, sobald der Nutzer das getan hat und sobald die Diagnoseschlüssel übertragen hat und die Apps mit dem Corona-Backend redet, das könnte natürlich sein, um diese Schlüssel zu einer IP-Adresse verbinden. Und könnte man da vielleicht drumherum gehen? Was wir hier also brauchen, ist Plausible Deniability, das heißt Verneinbarkeit herstellen. Und wir müssen somit so viel Krach quasi bei den Verbindungen erzeugen, dass es nicht möglich ist, zu identifizieren, welche Individuen diese Verbindungen benutzt haben, um Corona-Testergebnisse zu übermitteln, Testergebnisse zu erhalten, positive Ergebnisse zu bekommen und TAN oder Schlüssel zu übertragen. Also ist der Schlüssel hier tatsächlich, diesen Lärm zu erzeugen. Und wie die App das tut, ist, sie simuliert den Backend-Traffic, um quasi gefälschte Anforderungen zu verwenden. Das heißt, wir nennen dieses ein Playbook, was die App tun soll, wie sie warten soll, wie groß sie Übermittlungen machen soll. Und es ist interessant, die könnten vielleicht sogar von einem Real-Event, vom echten Event, aber vielleicht auch von einem zufälligen Tracker gemacht werden. Das heißt, das scannen einen QR-Code oder einen TAN machen, stellt auch diesen Vorgang. Und wenn man dann diese Token bekommt und dann die Testergebnisse bekommt, was normalerweise 14 Tage dauert, das hört irgendwann auf. Aha, das heißt, passiert, da ist irgendein Ergebnis gewesen, also positiv und negativ. Wenn es dann bedeutet, dass danach dann der Übermittlungsservice kommt, das würde heißen, dass es positiv gewesen ist. Das heißt, was die App tut, ist, sogar wenn es negativ ist, sendet es weiter damit Request an den Verification Server. Das heißt, es kann manchmal, das ist rein zufällig innerhalb der App, es kann dann sogar sich eine gefakte TAN holen. Und es mag sogar Fake-Uploads von Diagnose-Keys. Das heißt, die App weiß nicht, ob das tatsächlich echte Daten sind oder ob das die App irgendwelchen Playbook-Unsinn macht. Also, um hier quasi einfach diesen Krach zu erzeugen, ob es wirklich Diagnose-Keys sind. Das heißt, man kann es nicht unterscheiden, wo es herkommt.
Und um sicherzustellen, dass unser Backend nicht mit Fake-Requests überschwemmt wird, gibt es ein spezielles Header, dass das Backend diese Requests ignorieren soll. Wenn sie einfach ignorieren würde und dann keine Antwort senden würde, könnte man beim Client zwar so einrichten, aber dann könnte ja der Netzwerksniffer identifizieren, dass das einfach gefakte Requests sind. Das heißt, was wir tun ist, dass das Backend das mit den die Datenbank-Requests darunter ignoriert, aber es nach einer Verzögerung zur Response dann tatsächlich, die Response-Zeit ist genauso groß, wie als wenn es ein echter Request wäre. Und was wir dann auch machen, das sind beide Richtungen zwischen dem Client und dem Server. Wird ein bisschen Padding erstellt, das heißt, es ist immer die gleiche Größe, ist egal, was dann eigentlich darin passiert und was in Datenpaketen drin steht. Heißt, das rein Beobachten der Datenpakete und deren Größe würde nicht helfen, wirklich zu gucken, was eigentlich passiert. Und nein, jetzt kann man sagen, also wenn jetzt so viel zusätzlicher Traffic passiert wegen den Fake-Requests, wegen den Fake-Uploads und so weiter, das muss doch eine Menge kosten für die Nutzer. Und das ist, stimmt zwar, aber das ist alles zero-rated mit den deutschen Mobilfunkanbietern. Das heißt, das wird nicht für die Endkunden kostenpflichtig. Ja, jetzt ist dann immer noch ein Thema zum Extrahieren von Metadaten, wenn man die Diagnoseschlüssel hochlädt und diese Metadaten sind zum Beispiel die Quellagent oder der User Agent, also dass man Android und iOS unterscheiden könnte und vielleicht könnte man auch was herausfinden über die Betriebssystemversion. Und damit man das nicht machen kann, haben wir einen Zwischenserver, der die Metadaten abschneidet und nur den Inhalt der eigentlichen Pakete zum Backend transportiert, sodass der Backend-Service nicht weiß, wo das Paket eigentlich herkommt. Jetzt kommen wir zur Risikoberechnung. Also da können wir uns mal genau angucken, welche Informationen verfügbar sind. Also hier gibt es einmal Informationen über die Treff-Events, das heißt also die über die Näheberechnungen. Und diese Informationen kommen in 30 Minuten Aussetzungsfenstern. Das heißt also, alle Events gehen einen gleichen Diagnose-Key. Und was? Die macht, ist, dass sie die einzelnen Verbindungen in 30-Minuten-Fenster aufteilt und die ersten Scan-Entfernungen, wo ein anderes Gerät identifiziert wird, ist beginnendes Fenster und dann dauert es, bis 30 Minuten voll sind. Und wenn wir weitere Verbindungen mit demselben Schlüssel haben, dann wird das Fenster neu geöffnet. Ein einziges Fenster hat nur ein einziges Gerät. Das heißt, es ist ein Mapping von 1-zu-1-Mapping und innerhalb des Fensters können wir die Anzahl der Scan-Instanzen haben. Das findet alle 3 bis 5 Minuten statt und in diesen Scan-Entfernungen gibt es auch unterschiedliche Scans und wir nehmen die minimale und die durchschnittlichen Reduktion und das ist die angegebene Sendepower mit minus die Empfangsstärke und es zeigt einfach, wie viel Signalstärke verloren ging. Wenn es sehr klein ist, dann war das Gerät sehr nah. Wenn sie höher ist, dann bedeutet es, dass das Gerät weiter weg ist. Und die andere Richtung, durch den Diagnoseschlüssel, die wir auf den Server hochgeladen hatten, im Backend durchgeschaut wurde und über das CDN verteilt wurde, können wir auch sehen, die Information über die Infektionalität bekommt. Das ist ein Transmissionsrisikolevel, wie infektionär die Person ist. Und das gibt uns, wie groß die Infektionsrisiko an dieser Person an diesem Tag war. Also, die Übertragungsrisikolevels hängt vom Symptomstatus der Person an und der Symptomstatus ist, hat die Person Symptome
möchte sie über ihre Symptome reden oder vielleicht wollen sie nicht über ihre Symptome reden. Und zusätzlich, wenn es Symptome gibt, sehen wir, wann die Symptome begonnen haben. Ob es mehrere Tage waren, in denen die Symptome gestartet haben. Oder Leute können auch sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann die Symptome gestartet haben, aber es gab Symptome. Mit Sicherheit. Also das ist der erste Fall. Leute können sagen, wenn ihre Symptome gestartet begonnen haben, ist der Symptomstarttag hier unten und um den Tag herum gibt es relativ gleich, also das Infektionsrisiko relativ gleich. Das bedeutet, rot bedeutet hohes Risiko, blau bedeutet geringes Risiko. Wenn man den Symptomstarttag weit verschiebt, dann wirkt sich auch die Infektionsrate und Infektion. Wir haben eine Matrix, von der, wo die Information herkommt und das Ganze ist im Quellcode verfügbar. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, hey, die Symptome beginnen in den letzten 7 Tagen. Das ist hier oben der Fall. Und ist ein bisschen anders verschoben. Ja, Leute können auch sagen, es begann vor 1 oder 2 Wochen. Dann sieht man das hier. Und die dritte Karte ist der Fall, wenn die Symptome vor mehr als 2 Wochen begannen. Jetzt ist hier der Fall, wo der Benutzer spezifiziert, dass sie gerade ein positives Testergebnis bekommen haben. Das heißt, sie haben mit Sicherheit Corona, aber sie nie Symptome hatten. Das heißt, es könnte sein, dass sie asymptomatisch sind. Und auch hier sehen wir, dass ungefähr um den Bereich, dass hier ein erhöhtes Risiko ist, aber die ganze Zeit davor nur ein geringes Infektionsrisiko ist, Risiko hat. Wenn ein Benutzer spezifiziert, dass sie Symptome hatten, aber nicht wussten, wann sie begannen, dann ist es ein bisschen anders verteilt und genauso, wenn die Benutzer ihre Informationen nicht teilen wollen, ob sie Symptome haben oder nicht. Also wir haben dieses riesige Risikoberechnungsformular. Links haben wir die Konfiguration, die in die Notifikationsframework eingeschrieben werden. Es gibt ein paar Mappings, die wir brauchen und diesem Framework von uns braucht. Es gibt ein paar interne Konfigurationen, weil wir beschlossen haben, dass wir vieles der Risikoberechnung in der App machen, weil wir 8 Level haben wollen anstelle der 3 Level, die niedrig, Standard und hoch die Apple uns zur Verfügung stellt. Um diese 8 Level zu haben, haben wir die Infektionsparameter, die aus den die besprochenen und das Ergebnis. Und wir haben hier immer in Europa einen konfirmierten Test oder einen bestätigten Test. Das heißt, wir haben diese 3 Dinge, die wir jetzt benutzen können, um ein Infektionsrisiko zu berechnen. Das wird auf dem Server berechnet, wird den Schlüsseln angehängt, wird von den Apps heruntergeladen und dann wird sie durch die Berechnung geparst hier rein und wird aus diesen 2 Parametern berechnet und wird jetzt weitergeleitet. Zuerst ist die Frage, ist die Summe der genauer unter 32 Dezibel, das ist die erste Anforderung, weniger als 10 Minuten ist. Wenn es weniger als 10 Minuten war, dann wird es einfach ignoriert. Wenn es mehr oder gleich oder mehr als 10 Minuten war, dann könnten wir es benutzen, abhängig davon, ob das Transmissionsrisiko größer oder kleiner 3 ist. Und wenn es größer oder gleich 3 ist, dann berechnen wir die relevante Zeit und die Zeit zwischen 45 und 63 Dezibel werden nur halb gezählt, weil da ist eine mittlere Entfernung. Und unter 55 Dezibel hier oben werden voll gezählt, die werden addiert. Und dann gibt es die gewichtete Exposure Times und mit dem Risikolevel normalisieren wir das Ganze und das wird damit auch multipliziert und wir bekommen hier unten eine normalisierte Exposure Time für jedes Fenster und jedes wird auch wieder aufaddiert für den ganzen Tag und dann gibt es einen 50-Minuten-Threshold,
ob man ein hohes Risiko hat oder einen niedrigen Risk. Ein niedriges Infektionsrisiko hat. Also, jetzt wo ihr diese ganzen Berechnungen machen könnt, können wir sie nochmal durchgehen durch drei Beispiele. Das erste Beispiel ist hier. Ein Risiko Level 7. Hier sind alle relativ nah. Die Thresholds sind hier oben 35, ob es überhaupt gezählt wird. Nehmen wir 63 und bei 55. Das heißt, es gab einige nahe Kontakt und ein bisschen im mittleren Bereich. Also, lasst uns vorfiltern. Es waren mindestens 10 Minuten unter 37 Dezibel. Ja, klar. Jeder dieser einzelnen Punkte sind 3 Minuten und für diese Beispielberechnung vermuten wir einfach, dass das Scan-Fenster 3 Minuten auseinander ist. Ist mindestens Transmissionslevel 3, ja, es ist 7. Es gab 18 Minuten mit einem geringen Abstand da dran. 18 Minuten und 9 Minuten mit einer mittleren Entfernung. Das heißt ein bisschen weiter und das sind 4,5 Minuten. Wir haben hier unseren Faktor und insbesondere kriegen wir das bei 31,5 Minuten und das bedeutet, dass wir einen roten Status bekommen. Schon mit einem einzigen Fenster. Jetzt im zweiten Beispiel sehen wir, dass wir ziemlich weit weg sind und es gibt eine nahe Verbindung. Transmissionslevel 8, Prefiltering. Sind 10 Minuten unter 7,3 Dezibel? Nein, also ignorieren wir es. Und dann das dritte, wieder Transmissionslevel 8. Infektionslevel 8, war ein bisschen weiter weg, aber es gab auch ein paar nahe Kontakte. Das heißt, wir schauen das Vorfiltern. Waren es mindestens 10 Minuten unter 37 Dezibel? Jetzt müssen wir wieder genauer hinschauen. Ja, wir haben eins. Und diese auch. Also wir haben 4 Punkte. Unter 37 Dezibel, ja. Transmissionslevel 3, ja. Und jetzt können wir das berechnen. Es waren 6 Minuten mit der niedrigen Impfschwankung, die sind voll. 0 im Medium-Bereich, mittleren Bereich. Und der Transmissionslevel ist ein Faktor 1,6 und das multiplizieren wir und bekommen jetzt 9,6 Minuten. Und wenn das die einzige Verbindung an dem Tag ist, ist es immer noch grün, aber wenn wir 2 ähnliche Verbindungen hatten mit derselben Person oder mit unterschiedlichen Personen, dann würde es schon rot werden, weil dann sind es nahe an 20 Minuten und das wäre über der 15-Minuten-Marke. Vielen Dank für den Vortrag, also dass ihr zugehört habt und ich werde jetzt nochmal für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Ja, vielen Dank, Thomas. Das war ein voraufgezeichneter Talk und die Diskussion war sehr, sehr belebt während der Diskussion. Und Thomas wird hier für das Q&A sein. Vielleicht um zu beginnen, fangen wir mit der ersten Frage von Emperor von ISC und über Sicherheit und Playback-Attacken. Italien und Holland haben ein SDK so früh publiziert haben, dass es noch verfügbar war. Wie ist das in der europäischen Zusammenarbeit und kann man sie dazu bringen, an die Sicherheitsregeln zu achten? Das ist eine Frage für dich, Thomas. Alles klar. Also danke für die Frage. Wie wir das mit Schlüssel aus anderen europäischen Ländern das machen. Da gibt es einen europäischen Gateway-Dienst. Es wird gemacht, wie als ob das europäische Keys wären. Das heißt, wir machen eine Art Embargo für 2 Stunden, nachdem der Gültigkeit sorgen wir dafür, dass Replay-Attacken nicht möglich sind. Alles klar, ich hoffe, das antwortet die Frage.
Okay. And then eine weitere über internationale Interoperabilität. Ist es nur in der EU oder gibt es auch eine Zusammenarbeit mit der EU und zum Beispiel der Schweiz? Also soweit haben wir Zusammenarbeit mit den EU-Ländern. From the European Union. Das heißt, von der EU haben wir eine Übersicht, welche Apps schon miteinander integrieren. Und über die Integration von Nicht-EU-Ländern, das ist eine politische Entscheidung, die in diesen Orten gemacht werden muss. Das ist nichts, was ich als Architekt bearbeiten oder kontrollieren kann, aber so far sind es, also weit sind das nur die EU-Länder. All right, and then there have some, haben wir ein paar Fragen von neuen Features und Interaktion mit der Community, die manchmal ein bisschen langsam ist, aus der Sicht einiger Leute. Zum Beispiel gab es den Vorschlag für also ein Crowd-Notifier, das heißt, dass man Restaurants oder andere Orte quasi über das Kennen des QR-Codes informiert. Habt ihr davon schon mal gehört? Könnt ihr mehr zu sagen? Also, ich habe persönlich schon mal gesehen, dass es Proposals gibt online und dass es da auch Diskussionen zu gibt. Was man im Kopf behalten muss, ist, dass wir die Aufgabe haben, diese App zu entwickeln für das Bundesgesundheitsministerium, und die sind diejenigen, die Features verlangen können. Und dann gibt es natürlich eine gewisse Entscheidung, was im Fokus liegt und nicht. Und aber tut mir leid, das zu sagen, aber ich als Architekt kann nicht entscheiden, welche Regionen oder welche Funktionen integriert werden. Und sobald die Entscheidung gemacht werden, dass eine neue Funktion benötigt wird, nachdem wir die Aufgabe bekommen, dann komme ich rein und mich um die Architektur dafür kümmern. Also ich bin nicht, mir ist nicht klar, wie weit diese Entwicklungen gerade sind. Das ist außerhalb meines eigenen Scopes. Das ist sicherlich oft bei großen Projekten so der Fall. Aber grundsätzlich finden Leute es gut, dass alles auf GitHub verfügbar ist. Aber einige Leute sind sehr stark fokussiert und sind ein bisschen enttäuscht davon, dass die Interaktion mit der Community auf GitHub ein bisschen langsam ist. Und es gibt manchmal bei Problemen keine Antwort. Wissen Sie etwa ein paar Ideen, ob es Community Manager auf GitHub geben soll für die App, sodass Leute, mit denen wir reden, sie ändern sich irgendwie ständig. Gibt es da Ansätze, solche Community Manager einzufinden? Ja, da arbeiten auf jeden Fall Leute daran, an Community Management, und es gibt auch viel Feedback und Kommentare aus der Community. Also mir ist auf jeden Fall klar, dass es Leute gibt, die daran arbeiten. Zum Beispiel, ich bekomme manchmal Fragen von denen, dass ich bei bestimmten Fragen dazukommen will, wo aus einer Architektursicht eine Frage anguckt werden muss, wenn man sich GitHub anguckt. Es gibt auch ein paar Punkte, die ich selber beantwortet habe auf GitHub selber, weil das Community-Team mich gebeten hat, da also reinzugehen. Aber das Feedback, dass Leute sich nicht vollkommen glücklich sind damit, dass die Community gammelt, das ist auf jeden Fall etwas, das ich auf jeden Fall mit in unser Team nehme und worüber wir dann reden können. Das ist super, dankeschön, gut zu wissen. Also, dass da Leute ein paar Antworten bekommen. Vielleicht eine letzte, etwas konkrete Frage von Daphne aus dem IRC. Ist es, dass die App nicht zeigen kann, wann genau am Tag die Infektion, die mögliche Infektion stattgefunden hat? Ist das eine Entscheidung der Architektur oder ist das eine politische Entscheidung quasi gewesen? Also die Information, wann das stattgefunden hat, ist das Datum der Exposure, und das ist immer das UTC-Datum. Das heißt also, wir bekommen nicht die tatsächliche Zeit der eigentlichen Exposure, und wenn man direkt zu den Exposure-Windows geht,
gehen wir einfach nicht drauf ein. Das heißt, wenn die Applikation tatsächlich den genauen Zeitpunkt des Treffens bekommen, die meisten Menschen wissen, wann sie wo gewesen sind. Um 11.15 Uhr, da habe ich mich getroffen mit ein paar Freunden und dann bekomme ich die Information, dass um 11.15 Uhr, also das Treffen mit einer infizierten Person stattfand, dann wäre es ja sehr einfach, wer der Freund war, der die Infektion hatte. Und das ist etwas, das nicht gewünscht ist, dass man das auf einzelne Personen zurückführen kann. Also das würde im Grunde heißen, dass wenn eine Person infizieren könnte, wer das gewesen ist. Ich hoffe, wir haben noch Zeit für die letzte Frage. Shift fragt auf IRC auf der IRC-Channel, ob man einen Machine-Learning-Ansatz nutzen könnte, auf dem zu wissen. Also die Klassifizierung der Risikenklassen durch Machine Learning ist etwas, das ich jetzt noch nicht weiß von. Also das Problem, das basiert auf der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut, wo sie also bestimmte Situationen nachgespielt haben, da Messungen gemacht haben, was passiert ist, und das ist in das Risikomodell reinbekommen. Also das ist abgeleitet von praktischen Tests. Also kein Machine Learning zurzeit. Alles klar, also danke. Dann, das war unsere letzte Frage. Und nochmal vielen, vielen Dank. Nochmal virtuellen Applaus für dich. Danke, Thomas, für den Talk. Ein Teil dieses Remote. Das ist zu sein. Und vielen Dank für deine Einsichten in das Backend. Und Dankeschön. I was happy to do so. Thank you, Pat. Das habe ich gerne getan.